Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier immer noch in der Kiefernwacht und wir haben noch einige Bücher vor uns, von denen wir aber, denke ich mal, schon einige gelesen haben. Hier haben wir die Mischtaktiken, die haben wir schon gelesen. Ja, auch Band 1, gerade Band 1, nur Band 1 bis jetzt. Das müsste schon in einer der ersten Folgen gewesen sein. Das können wir also so mal mitnehmen für unsere Sammlung. Dann haben wir das Firmament, das haben wir in einer der letzten Folgen gelesen, meine ich. Genau, von Folke. Und das fallende Buch, das geheimnisvolles Akavir. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir das schon gelesen haben. Ich glaube nämlich eher nicht. Das geheimnisvolle Akavir, Verfasser unbekannt. Obwohl, jetzt wo ich die ersten Worte lese, kommt es mir doch bekannt vor. Haben wir das nicht gerade erst, also in einer der letzten Folgen gelesen? Akavir bedeutet Drachenland, Tamriel bedeutet Schönheit der Morgendämmerung, Atmora bedeutet der ältere Wald. Doch nur die Rotwadonen kennen die Bedeutung von Yokuda. Ja, das haben wir in einer der letzten Folgen gelesen. Akavir ist das Königreich der Tiere. Weder, ja, das haben wir auch schon gelesen. Oh. Ja. Und ich dachte, wir könnten hier noch was lesen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch ein Buch. Ja, sonst müssen wir raus und dann die nächste Höhle durchsuchen nach Büchern. So, aber jetzt... Ich dachte, wir können schön lesen. Naja, gut. Es gibt ja noch mehr Höhlen und noch mehr Bücher, hoffe ich. Oder wir haben schon alle Bücher durchgelesen. Das kann natürlich auch sein. Ja, großartig mitnehmen können wir leider nicht mehr so viel. Aber wir haben die Möglichkeit, hier vielleicht nochmal aufzuschließen. Oh, hoppla, wir haben die Käfer, wir haben ja den Schlüssel gefunden. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz genau wo. Oh, hierfür aber nicht. Oh. Nein. Unser wertvoller Dietrich. Schlossknacken verbessert. Da ist nichts im Eimer. Also schön. Keine Bücher mehr für uns. Gut, gut. Für die Schaufel mitnehmen sollen, brauchen wir die irgendwann... Ja, es gibt, glaube ich, Gräber, die man ausgraben kann. Ich hoffe, da finden wir. Ja, meistens ist das ja genau andersrum. Also, wenn man Gräber findet, dann ist weit und breit keine Schaufel zu finden. Aber hier zum Beispiel die Spitzhacke, die sollten wir eigentlich mitnehmen und verkaufen. Wert 5. Wir haben sie für 15 damals gekauft. Na toll. Das war nicht die beste Idee. Was können wir denn sonst noch wegwerfen? Angies Bogen. Wir sollten mal zu Anises Hütte zurückgehen und ein paar Sachen wegwerfen. Einlagern meine ich, nicht wegwerfen. Waffen, Bekleidung, Zaubertränke, Essen. Oh, so viel Essen können wir nicht. Ja, könnten wir bestimmt. Da müssen wir wirklich... Das hier ist auch ziemlich schwer. Kleines Lederzelt. Ach, die Korunnen, ja, das alles müssen wir, das können wir nicht wegwerfen. Und die Bücher erst recht, da brauchen wir gar nicht zu gucken. Ja, dann war es die Spitzhacke. Ich dachte, die könnten wir verkaufen und so schon mal ein bisschen wieder bekommen. Na gut. Okay, ein letzter Blick hier nochmal, ob wir irgendwo ein Buch übersehen haben. Ja, was sehe ich denn hier Schönes? Bücher! Weh, uns stört jemand. Ja, wunderbar. Und wir haben... Lederstiefel. Ich will sie wegtragen, aber das geht nicht. Wo fangen wir an? Links fangen wir an natürlich. Dieb und Tugend.
Dieb der Tugend, wollte ich sagen. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob wir das gelesen haben. Wir haben gefunden das Buch Dieb von Reven und wollten das nicht lesen, weil wir das vorige Buch Bettler noch brauchten. Schauen wir mal in das Dieb der Tugend hinein. Dieb der Tugend, Verfasser unbekannt. Ich erzähle nun die Geschichte vom Dieb der Tugend. Im Lande Hammerfell, in der Stadt Such, lebte ein recht wohlhabender Baron. Dieser war ein unbekannter Sammler von seltenen Münzen. Die Baronin Veronique fand das Ganze recht langweilig, jedoch schätzte sie den Lebensstil, den ihr der Reichtum des Barons bescherte. Ravius Terinus war ein bekannter Dieb. Er behauptete, Meisterdieb in der mythischen Diebesgilde zu sein. Dies war jedoch vermutlich nichts als Prahlerei. Die einzige bekannte Diebesgilde wurde vor mehr als 450 Jahren ausradiert. Ravius beschloss, dass der Baron seinen Reichtum teilen sollte. Genauer gesagt sollte er ihn mit Ravius teilen. Eines Nachts schlich sich der gerissene Dieb ins Schloss des Barons mit der Absicht, eben dafür zu sorgen. Die Mauern des Schlosses waren für ihre Höhe bekannt und es hieß, man könne sie nicht erklettern. Ravius verwendete schlauerweise einen Pfeil des Durchdringens, um ein Seil oben an den Zinnen zu befestigen. Oben auf der Brustwehr musste er sich vor den Wachen des Barons verbergen. Dazu hielt er sich im Schatten der Zinnen versteckt und stahl sich auf diese Weise unentdeckt ins Schloss. Das Schloss zu betreten war für einen Dieb seines Kalibers ein Kinderspiel, jedoch schützte ein raffiniertes Schloss mit nicht weniger als 13 Stiften die privaten Gemächer des Barons. Ravius brauchte nur 9 Dietriche, um es zu öffnen. Nur mit einer Gabel, einem Stück Schnur und einem Weinschlauch ausgerüstet, überlistete er die 7 Fallen, welche die Münzsammlung des Barons schützten. Ravius war wahrlich ein Meister unter Dieben. Mit den Münzen sicher in seiner Hand begann Ravius die Flucht, doch der Weg war inzwischen versperrt. Der Baron hatte die geöffnete Tür entdeckt und die Wache alarmiert, die nun das Schloss durchkämmte. Ravius floh tiefer ins Schloss hinein, den suchenden Wachen immer einen Schritt voraus. Der einzige Fluchtweg führte durch das Schlafgemach der Baronin Veronique. Als er eintrat, fand er die Dame vor, die gerade zu Bett gehen wollte. Nun sollte an diesem Punkt erwähnt werden, dass Ravius für sein gutes Aussehen bekannt war, während die Baronin eher hässlich war. Beide Tatsachen wurden von jeder Partei sofort erkannt. »Kommt ihr etwa, um mich meiner Tugend zu berauben?« fragte die Dame am ganzen Körper zitternd. »Nein, holde Dame«, sagte Ravius schnell schaltend. »Berauben wäre ein zu grober Begriff. Ich, um ihn auf eine so feine Blume wie eure Tugend anzuwenden.« »Wie ich sehe, macht ihr euch mit den wertvollen Münzen meines Gemahls davon.« Ravius blickte ihr tief in die Augen und erkannte den einzigen Weg, durch den er in dieser Nacht mit dem Leben davonkommen würde. Er würde ein doppeltes Opfer bringen müssen. Obwohl diese Münzen von selten hohem Wert sind, habe ich nun eine Kostbarkeit entdeckt, die unschätzbar ist, sagte Ravius allglatt. Doch sagt, schöne Frau, warum stellt euer Mann 7 tödliche Fallen um diese albernen Münzen auf, bringt aber an der Tür seiner tugendhaften Frau nur ein ganz gewöhnliches Schloss an? Ignaz schützt eben das, was er am liebsten hat, antwortete Veronique zornig.
Ich würde alles Gold in meinem Besitz dafür geben, mich auch nur einen Augenblick im Glanz eurer Schönheit sonnen zu dürfen. Mit diesen Worten legte Ravius die Münzen nieder, die er sich zuvor so hart erkämpft hatte. Die Baronin sank in seine Arme. Als der Hauptmann der Wache kam, um ihre Gemächer zu durchsuchen, versteckte sie Ravius höchst geschickt. Sie überreichte ihm die Münzen und behauptete, der Dieb habe sie fallen lassen, als er aus dem Fenster floh. Nachdem er dieses Opfer gebracht hatte, bereitete sich Ravius auf das zweite vor. In dieser Nacht beraubte er die Dame Veronique ihrer Tugend. Er beraubte sie mehrmals, bis in die frühen Morgenstunden. Erschöpft, aber befriedigt, stahl er sich in der Morgendämmerung davon. Ach was, das war's schon. Das Leben des Uriel Septim des Siebten, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher, aber ich glaube nicht, dass wir das schon kennen. Das Leben des Uriel, das Leben Uriel. Wir haben über Uriel natürlich schon eine Menge gehört, aber ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen von Rufus Hein. Na, dann schauen wir mal rein. Was er da geschrieben hat. Das Leben von Uriel Septim, dem Siebten, von Rufus Hein. Dritte Ära, 368 bis 389, Stratege und Schlichter. Die frühen Jahrzehnte in Kaiser Uriels Leben waren von der aggressiven Expansion und Konsolidierung des kaiserlichen Einflusses gekennzeichnet, die überall im Reich stattfand, jedoch vor allem im Osten, in Morrowind und in der Schwarzmarsch, dort, wo die Macht des Reiches begrenzt, die kaiserliche Kultur wenig verbreitet, heimische Bräuche und Traditionen ausgeprägt und der Widerstand gegen die Einverleibung standhaft war. In dieser Zeit profitierte Uriel sehr von den magischen Fähigkeiten und dem klugen Rat seines engsten Beraters, des kaiserlichen Kampfmagiers Jagar Farn. Die Geschichte der Ehe zwischen Uriel und Prinzessin Kaula Voria ist keine sehr glückliche. Obwohl sie eine schöne und charmante Frau war, vom Volk außerordentlich geliebt und verehrt, war die Kaiserin äußerst unangenehm, arrogant, ehrgeizig und habgierig. Sie betörte Uriel Septim mit ihren weiblichen Listen. Aber bald nach der Hochzeit bereute Uriel Septim seinen Fehler und fühlte sich von ihr abgestoßen. Sie verabscheuten einander und gaben sich die größte Mühe, sich gegenseitig zu verletzen. Ihre Kinder waren die Opfer dieser unglücklichen Ehe. Mit seinem flinken Widerstand und seinem unbändigen Ehrgeiz überflügelte Uriel bald seinen Meister in den Künsten der Einschüchterung und der Diplomatie, und es gelang ihm, das Haus Laalu als Vorreiter der kaiserlichen Kultur und wirtschaftlichen Entwicklung in Morrowind für sich zu gewinnen. Doch wuchs auch Uriels Stolz und Dreistigkeit. Jagatan nährte Uriels Stolz und gewann hinter der Maske eines längst überflügelten ehemaligen Beraters dessen volles Vertrauen, was schließlich zum Verrat an Uriel, dessen Gefangenschaft im Reich des Vergessens und zu Tarns heimlichen Raub des kaiserlichen Throns führte. Dritte Ära, 389 bis 399, Verrat und Gefangenschaft. Über Uriels Gefangenschaft im Reich des Vergessens ist wenig bekannt. Er gibt an, sich an nichts zu erinnern, als an eine endlose Folge von Albträumen, im Schlafen wie im Wachen. Er habe geglaubt zu träumen und das Zeitgefühl völlig verloren.
In der Öffentlichkeit behauptete er lange gar keine Erinnerungen an die Träume und Albträume während seiner Flucht zu haben. Doch während der Gespräche mit dem Kaiser, welche die Basis für diese Biografie bilden, erzählte er gelegentlich Einzelheiten über die Albträume, die er in neuerer Zeit hatte, und vergeblich sie mit jenen Albträumen und verglich sie mit jenen Albträumen während der Zeit seiner Verbannung im Reich des Vergessens. Er schien nicht so sehr unwillig, als vielmehr unfähig zu sein, sein Erlebnis zu schildern. Es steht jedoch fest, dass diese Erfahrung ihn verändert hat. Dritte Ära 389 war er ein junger Mann gewesen, voller Stolz, Energie und Ehrgeiz. Während der Restauration nach seiner Rettung und der Rückkehr zum Thron war er zum alten Mann geworden, erst ruhig und vorsichtig. Er wurde zunehmend konservativ und pessimistisch, während er in seinem früheren Leben kühn, ja, sogar ungestüm gewesen war. Uriel schreibt seine Veränderung, seine Abscheu vor den früheren Lehren seines Beraters Yagarthan zu. Doch das Exil in Oblivion hatte Uriel offensichtlich auch körperlich und seelisch ausgelaugt und geschwächt, obwohl sein Verstand die Gerissenheit und Flexibilität seiner Jugend behielt. Die Geschichte von Tarns Verkörperung des Kaisers mit Hilfe der Magie, von seiner Demaskierung als Hochstapler durch Königin Barentia und von den Rollen, die König Aed Weyr, Rhea Silmane und deren Champion bei der Wiederbeschaffung des Stabs des Chaos spielten, vom Sieg über den abtrünnigen kaiserlichen Kampfmagier Yagarthan sowie von der Wiedereinsetzung Uriels auf den Thron, wird in der ausgezeichneten dreibändigen Biografie von Barentia von Stern Gabogel ausführlich erzählt. Es besteht kein Grund, diesen Bericht hier zu wiederholen. Kurz zusammengefasst, Yagarthans Misswirtschaft und Vernachlässigung der Angelegenheiten des Kaiserreichs führten zu einer stetigen Verschlechterung der Wirtschaftslage des Reiches, so dass viele unbedeutende Fürsten und Könige sich gegen die Macht des Reiches auflehnten, was starken regionalen Herrschern im Osten und Westen gestattete, sich dem offenen Krieg über Ländereien und souveräne Rechte hinzugeben. Dritte Ära 399 bis 415. Die Restauration, das Wunder des Friedens und Fardenfell. Während der Restauration wandte sich Uriel Septim von der aggressiven offenen Politik, der militärischen Nötigung und der diplomatischen Anfälligkeiten seiner früheren Jahre ab und verlegte sich stattdessen auf die geheime Manipulation von Angelegenheiten hinter den Kulissen, in erster Linie durch die Agenten der verschiedenen Zweige der Klingen. Eine vollständige Auswertung der Methoden und Ziele dieser Periode kann erst nach dem Tod des Kaisers erfolgen, wenn seine umfangreichen, auf seinem Landbesitz archivierten Tagebücher zur Veröffentlichung freigegeben werden und die Klingen nicht mehr Stillschweigen bewahren müssen, um die Identität ihrer Agenten zu schützen. Zwei bemerkenswerte Leistungen dieser Periode weisen auf die Wirksamkeit dieser subtilen Taktik Uriels hin. Das Wunder des Friedens, auch allgemein bekannt als Verwerfung im Westen, das die sich zankenden Kleinkönigtümer in der Region um die Ilyak-Bucht in die wohlgeordneten, friedliebenden heutigen Grafschaften Hammerfell, Sentinel, Wegesruh und Orsinium verwandelte
und die durch die geschickten Manipulationen des Königs Helset von Morrowind und der Königsmutter Fürstin Barentia herbeigeführte Kolonisierung von Fardenfell, die zu verstärktem Einfluss des Kaiserreichs in Morrowind führte. 303. Ära, 415 bis 430, der Goldene Frieden, der Hof von König Halset und die Neuen im Osten. Nach dem Wunder des Friedens, trefflich beschriebenen in Profetersens moderne Geschichte Daggerfalls, erlebte das Reich eine Periode des Friedens und Wohlstands, die mit den früheren Jahren der Herrschaft Uriels vergleichbar war. Da nun das kaiserliche Herzland und der Westen fast im Reich integriert waren, konnte Uriel seine volle Aufmerksamkeit dem Osten zuwenden, also Morrowind. Den Konflikt im Herzen der monolithischen Tribunalreligion von Morrowind und des alteingeführten Herrschaftssystems der großen Häuser sowie die schreckliche Bedrohung, die die verdorbenen Gottheiten im Herzen der Tribunalreligion für die wachsenden Kolonien in Vardenfell darstellte, nutzte Uriel aus, um mit Hilfe von Agenten der Klingen und des Hofes von König Halset von Gramfeste das Zentrum der politischen Macht in Morrowind von den Räten der großen Häuser auf den Hof von König Halset zu verlagern, um den anschließenden Zusammenbruch der orthodoxen Tribunalkulte zum Anlass zu nehmen, die Verehrung der neuen Göttlichen als Hauptreligion in den Regionen Lalu und Fardenfell zu etablieren. Hasfat Anabolis Abhandlung über die Etablierung der Neuen im Osten in seinem vierbändigen Werk Leben und Zeiten der Nerevarine, ja, ist zwar umfassend, jedoch gelingt es ihm nicht, das größte Rätsel dieser Periode aufzuklären. Wie viel wusste Uriel über die Prophezeiungen der Nerevarine und wie erfuhr er von ihrer Bedeutung? Die endgültige Aufklärung dieser und anderer Mysterien wird wohl bis zur zukünftigen Veröffentlichung der privaten Dokumente des Kaisers oder einer Lockerung der strengen Geheimhaltungspolitik der Klingen hinsichtlich ihrer Agenten warten müssen. Und auch das war eher kurz. Der Kuchen und der Diamant. Wieder was vom Feinschmecker, oder? Der Kuchen und der Diamant von Atun Muendil. Ich unterhielt mich gerade mit ein paar Rattenkollegen im Ratte und Topf, einen Club für Fremde in Altruhn. Als ich die Frau zum ersten Mal sah. Bretonische Frauen sind im Ratte und Topf nicht gerade selten. Dieses Volk ist häufig weit von seinen hochgelegenen Heimen in Hochfels anzutreffen. Aber alte Bretonenfrauen sind nicht so wanderlustig und die schrumpelige alte Frau zog die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie durch den Raum lief und mit jedem sprach. Nemlot und Oediat saßen auf ihren Stammplätzen und tranken das Übliche. Oediat prahlte mit etwas, was er auf unerlaubte Weise an sich gebracht hatte. Einen Riesendiamanten, so groß wie die Faust eines Säuglings und so rein wie Quellwasser. Als ich ihn gerade bewundernd betrachtete, hörte ich hinter mir das Knacken alter Knochen. »Guten Tag, Freunde«, sagte die alte Frau. »Mein Name ist Abel Kredit
und ich suche nach finanzieller Unterstützung, um die Reise nach Alt-Radiana zu bewältigen. Almosen bekommt ihr im Tempel, sagte Nimlot barsch. Ich suche keine Almosen, sagte Abel. Ich möchte euch dafür meine Dienste anbieten. Mir wird gleich schlecht, alte Frau, lachte Oediat. Sagtet ihr, euer Name sei Abel Schridit? Fragte ich. Seid ihr verwandt mit Abel Schridit, der Alchemistin von Hochfels? Eng verwandt, sagte sie mit einem Gackern. Wir sind ein und dieselbe Person. Vielleicht könnte ich euch im Austausch gegen euer Gold einen Zaubertrank anbieten. Ich habe bemerkt, dass ihr einen sehr schönen Diamanten besitzt. Die magischen Eigenschaften von Diamanten sind grenzenlos. Tut mir leid, alte Frau. Den gebe ich nicht für Magie her. Es war schwer genug, ihn zu stehlen, sagte Oedit. Ich kenne einen Hehler, der mir Gold dafür gibt. Aber dafür behält euer Hehler einen Teil davon für sich, nicht wahr? Was, wenn ich euch dafür einen Zaubertrank der Unsichtbarkeit geben könnte? Im Austausch für diesen Diamanten erhaltet ihr dann die Mittel, um noch viele weitere zu stehlen. Ein sehr gerechter Austausch von Dienstleistungen, würde ich sagen. Das stimmt, aber ich habe kein Gold, das ich euch geben könnte, sagte Oediat. Ich nehme das, was von dem Diamanten übrig ist, wenn ich den Zaubertrank fertig habe, sagte Abel. Wenn ihr ihn zur Diebesgilde brächtet, müsstet ihr auch all die anderen Zutaten bringen und noch dafür bezahlen. Aber ich habe meine Kunst in der Wildnis gelernt, wo es keine Trankmischgeräte gab, mit denen man Diamanten zu Staub auflösen kann. Wenn man alles mit der Hand macht, ist man mit etwas Geschick auch mit den Überbleibseln gesegnet, die diese albernen Trankmischgeräte in der Gilde einfach schlucken. Das klingt ja alles sehr schön, sagte Nimlot. Aber wie wissen wir, ob euer Zaubertrank wirkt? Wenn ihr einen Zaubertrank macht, den Rest von Oediats Diamanten nehmt und fortgeht, dann wissen wir erst, wenn ihr fort seid, ob der Zaubertrank wirkt oder nicht. Vertrauen ist heutzutage ein seltenes Gut, seufzte Abel. Ich könnte wahrscheinlich zwei Zaubertränke für euch machen, und dann wäre immer noch ein wenig vom Diamanten für mich übrig. Nicht viel, aber vielleicht genug, damit ich nach Alt-Redainia komme. Dann könntet ihr den ersten Zaubertrank gleich hier und jetzt probieren und sehen, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Aber, unterbrach ich, ihr könntet einen Trank machen, der funktioniert und einen, der nicht funktioniert. Und mehr von dem Diamanten nehmen. Sie könnte euch sogar ein langsam wirkendes Gift geben. Und bis sie nach Alredaia gelangt, wärt ihr tot. Verdammte Kühneret, was seid ihr, dummer, misstrauisch? Es wird kaum etwas von dem Diamanten übrig bleiben, aber ich könnte zwei Zaubertränke von jeweils zwei Dosen machen,
damit ihr euch vergewissern könnt, dass der Zaubertrank funktioniert und keine negativen Auswirkungen hat. Wenn ihr mir immer noch nicht traut, kommt mit an meinen Tisch und seht mir zu, wenn ihr wollt. So wurde beschlossen, dass ich Abel an ihren Tisch mit ihren Reisetaschen voller Kräuter und Mineralien begleiten würde, um darauf zu achten, dass sie nicht zwei unterschiedliche Zaubertränke braute. Die Zubereitung dauerte bald eine Stunde, aber sie war so nett, mir ihre halbgefüllte Weinflasche zu überlassen, während ich ihr bei der Arbeit zusah. Das Aufbrechen des Diamanten und das Zermahlen der Teile dauerten am längsten. Wieder und wieder bewegte sie unter uralten Zaubersprüchen ihre knotigen Finger über dem Edelstein und brach die Facetten des Steins in immer kleinere Stücke. Nebenher bereitete sie Pasten von gehacktem, bittergrün, zerstoßenem Roten, Del Arco Spähknollen und Töpfchen von Kikiliani-Öl. Ich trank den Wein vollends aus. »Alte Frau«, sagte ich endlich mit einem Seufzer, »wie lange dauert es denn noch? Ich werde es müde, euch bei der Arbeit zuzusehen.« »Die Magiergilde hat der Bevölkerung weisgemacht, dass Alchemie eine Wissenschaft sei«, sagte sie. »Aber wenn ihr müde seid, dann ruht eure Augen aus.« Meine Augen schlossen sich scheinbar aus eigenem Antrieb, aber es war etwas in dem Wein gewesen, etwas, das mich dazu brachte, zu tun, was sie mir sagte. »Ich glaube, ich bereite euch den Zaubertrank als Kuchen auf. So ist es viel wirkungsvoller. Jetzt sagt mir, junger Mann, was werden eure Freunde tun, wenn ich ihnen den Zaubertrank gebe? Euch auf der Straße überfallen, um sich den Rest des Diamanten zurückzuholen«, sagte ich einfach. Ich wollte nicht die Wahrheit sagen, aber da war sie. Das dachte ich mir, aber ich wollte sicher sein. Ihr könnt jetzt die Augen öffnen. Ich öffnete die Augen. Abel hatte ein paar Dinge auf einer Holzplatte angerichtet, zwei kleine Kuchen und ein silbernes Schneidmesser. »Nehmt die Kuchen und bringt sie zum Tisch«, sagte Abel. »Und kein Wort, außer um mir in allem, was ich sage, zuzustimmen.« Ich tat wie geheißen. Es war ein seltsames Gefühl. Es machte mir eigentlich nichts aus, ihre Marionette zu sein. Natürlich ärgere ich mich im Nachhinein darüber, aber zu der Zeit erschien es mir völlig natürlich, ihr ohne auch nur eine Frage zu gehorchen. Abelle gab Oediat die Kuchen und ich bestätigte pflichtgemäß, dass beide Kuchen auf die gleiche Art gemacht worden seien. Sie schlug vor, dass er einen der Kuchen in zwei Hälften schneiden solle und sie würde ein Stück nehmen und er das andere, damit er wusste, dass sie wirkten und nicht vergiftet waren. Oedat hielt das für eine gute Idee und er verwendete Abelles Messer, um den Kuchen zu schneiden. Abelle nahm das Stück links und steckte es sich rasch in den Mund. Oediat nahm das rechte Stück und schluckte es mit größerer Vorsicht. Fast sofort verschwanden Abelle und alle Taschen, die sie bei sich hatte. Bei Oediat tat sich nichts. »Warum hat es bei der Hexe funktioniert, aber nicht bei mir?« rief Oediat. »Weil der Diamantenstaub
nur auf der linken Seite der Klinge war, sagte die alte Alchemistin durch mich. Ich spürte, wie ihre Kontrolle nachließ, während die Entfernung zu ihr wuchs und sie unsichtbar durch die dunkle Straße von Alderun eilte, fort vom Ratte und Topf. Wir haben Abelle Tschridit und den Diamanten nie wieder gesehen. Ob sie ihre Pilgerreise nach Alt-Redainia beendet hat, wer weiß. Die Kuchen hatten keine Wirkung, außer dass Oediat fast eine Woche lang Durchfall hatte und sehr schwach auf den Beinen war. Naja, Diebe unter sich. Oh, Bücher! Der Kuchen und der Diamant! Haben wir das nicht gerade gelesen? Oh, mein Gehirn! Der Kuchen und der Diamant von Atyn Muendil. Nein, das kenne ich noch nicht. Ich unterhielt mich gerade mit ein paar Ratten. Doch, das kennen wir. Schon gut. Ja, das ist sonst. Ich sag ja nur. Die Legende des Roten Adlers. Die Legende des Roten Adlers. Ob wir das schon hatten? Ich glaube eher nicht. Die Legende des Roten. Oh mein Gott. Was sagt denn die Uhr eigentlich? Die Uhr sagt, wir sind schon drüber. Es tut mir leid. Die Legende des Roten Adlers werden wir demnächst lesen. Oh nein! Oh, komm, ja. Dann müssen wir jetzt, da gehört eine Aufgabe dazu. Dann müssen wir das jetzt lesen. Was heißt müssen, dürfen? Ich freue mich zwar, aber die Zeit schreitet voran. Ich wollte die Folgen doch nicht allzu lang werden lassen. Nun gut, die Legende des Roten Adlers von Trödein Drehn, Archivar von Winterfestel. Diese Geschichte wurde nach den Erinnerungen von Clarisse Wien, Schülerin von Winterfestel, aufgezeichnet. Elemente der Legende lassen vermuten, dass sich die Ereignisse ungefähr um die erste Ära 1030 zugetragen haben, doch wie bei jeder mündlichen Überlieferung handelt es sich bei vielen Details wahrscheinlich um spätere Anachronismen. Interessanterweise existieren Geschichten von einem ähnlichen König und seiner legendären Klinge auch in anderen uralten Mythen von Reach. Vor langer Zeit wurde in den gespaltenen Bergen ein Kind geboren. Wegen des Vogelschreis, der seine Geburt begrüßte, und der roten Blüten auf den herbstlichen Bergen, nannte sie es Faolan, was in der Sprache von Reach Roter Adler bedeutet. So begann seine Legende. Kind von Reach, geboren unter Glück verheißenden Himmeln, im Namen bereits die Farbe des Blutes. 10 Könige regierten in jenen Tagen in Reach und die Menschen waren frei, doch sie lebten weit verstreut und führten Krieg gegeneinander. Die Auguren sahen das Schicksal des Jungen voraus. Ein Krieger ohnegleichen, der erste und höchste Fürst von Reach, auserwählt, um alle unter seinem Namen zu einen. Faolan wuchs an Jahren und Stärke, und es schien, als würde sich die Prophezeiung erfüllen. Das Banner des Roten Adlers wurde an den Felsen von Reach gehisst und sein Volk lebte im Wohlstand. Dann zog Hestra, die Kaiserin des Südens, in den Krieg. Einer nach dem anderen traten die Könige ihr entgegen. Einer nach dem anderen machte ihr Platz, entweder indem er auf ein kaiserliches Angebot einging und die Knie vor ihr beugte, oder indem er auf dem Schlachtfeld fiel. Schließlich kam ihre Armee zu den gespaltenen Bergen und Boten wurden ausgesandt, um über eine Kapitulation zu verhandeln. Faolan weigerte sich, die Freiheit seines Volkes aufzugeben, doch die Ältesten hatten Angst. Sie verstießen ihn und beugten sich unter das kaiserliche Joch. So stahlen ihm die fremden Invasoren sein Land, sein Volk, selbst seinen Namen.
In den darauffolgenden Jahren wurde Roter Adler bekannt als der ungezähmte Geist von Reach, ungebeugt, ungebrochen, besudelt vom Blut seiner Widersacher. Um sich sammelte er getreue Bürger von Reach, die an den alten Sitten festhielten, die sich nach Freiheit sehnten, und schmiedete eine neue Nation. Zusammen fielen sie des Nachts über die Besatzer und Verräter her und entkamen jeden Morgen in die Felsen und Höhlen. Es war nicht genug für jede kaiserliche Wache und Garnison, die sie auslöschten, schienen immer mehr aus dem grünen Süden marschiert zu kommen, um sie zu ersetzen. Eines Nachts wärmten sich die Männer des Roten Adlers unter einem wolkenverhangenen Himmel an dampfenden Feuern aus schwelendem Moos. Da trat eine gebeugte, schlurfende Gestalt hinzu, in Lumpen gehüllt, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Faulans Männer verspotteten den Fremdling und bewarfen ihn mit Steinen, doch Faulan spürte etwas und winkte ihn herbei. Die Kapuze wurde zurückgeworfen und in dem trüben Licht kam eine der alten und ehrwürdigen Hexenraben zum Vorschein. Sie bot ihm Macht gegen einen Preis, und so wurde ein Pakt geschmiedet. Als Gegenleistung erhielt die Hexe sein Herz, seinen Willen, seine Menschlichkeit. Von jenem Tag an war sein Geist von Rache erfüllt, ohne Mitleid und Reue. Die Rebellen wuchsen an Stärke und Zahl, und keiner konnte gegen sie bestehen. Kalt brannten Faulans Augen in jenen Tagen schwarze Opale, die einen Verstand widerspiegelten, der nicht mehr ganz sein eigener war. 2 Jahre vergingen, und die Fremden waren praktisch aus ganz Reach vertrieben. Doch ein solcher Frieden konnte nicht bestehen, und eine große Heerschar fiel über sie her, eine flinke Armee von Invasoren, anders als alle, die vor ihnen gekommen waren. 14 Tage lang belagerten Hestras Generäle die Festung des Roten Adlers, bis er selbst sich zum Kampf stellte, allein und gekleidet in nichts als gerechten Zorn. 1000 Fremde fielen durch sein flammendes Schwert, und der Feind wurde in die Flucht geschlagen. Doch als die Nacht sich senkte, fiel auch er. Die Krieger, die zu ihm gingen, sagten, dass Faulans Augen in jener letzten Nacht wieder klar waren. Er wurde zu einem Ort gebracht, der für ihn vorbereitet worden war, einer Grabstätte tief im Fels verborgen. Mit seiner letzten Kraft bot er seinem Volk sein Schwert dar und schwor einen Eid. Sie sollten weiterkämpfen, und wenn Reach endlich frei sein würde, sollte seine Klinge zurückgebracht werden, damit er auferstehen und sie von Neuem anführen könnte. So gab er für sein Volk sein Leben, seinen Traum und sein Schwert hin. Doch wenn jede Schuld in Blut zurückgezahlt worden ist, wird er all dies wieder zurückverlangen. Und das war's. Und wir sind mit dieser Folge auch schon wieder am Ende. Da sind aber noch 3 Bücher für die nächste Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zuhören und für eure Kommentare, für eure Likes. Vielen lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.